Zu Tagesordnungspunkt 14, Teilgebietslärmaktionsplan Innere Neustadt. In der Rednerliste würde jetzt die Linke beginnen mit Herrn Wirz, gefolgt von der SPD, FDP, Grüne, CDU und AfD und Freie Wähler hatten bisher keinen Redner gemeldet. Herr Wirz ist auf dem Weg nach vorn. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, Lärmaktionsplan Innere Neustadt. Der Gesetzgeber und die Gesellschaft ist aufgefordert, abgeleitet aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Wir wissen, Verkehr macht teilweise zu viel Lärm, Lärm macht Stress und Stress macht körperlich und psychisch krank. Insofern besteht hier Handlungsbedarf. Das ist für die Gesamtstadt ermittelt worden. Wir haben auch da schon einen Verkehrslärmplan beschlossen. Und hier im Prinzip im Detail für die Innere Neustadt noch einmal ein Plan. Es geht um Lärmminderung und um Schutz der Betroffenen durch verkehrstechnische und verkehrsorganisatorische Maßnahmen und damit insgesamt um Lärmminderung, Verminderung der im Prinzip stressmachenden Belästigung der Anlieger. Die Innere Neustadt ist insbesondere vom Verkehrslärm betroffen. Sie ist im Schnittpunkt von mehreren Bundesstraßen. Die Elbbrücken in der Innenstadt, die führen dort im Prinzip sternförmig hin. Und insofern gibt es eine große, will man sagen, Dichte von Hauptverkehrsstraßen, Köpkestraße, Meißnerstraße, Hainstraße, die Albertstraße, die Bautzenstraße, die betroffen ist. Es gibt im Prinzip die Versuchung für Verkehrsteilnehmer mit dem Auto Abkürzungen zu fahren bzw. Staus und Kreuzungen zu umfahren. Da ist der Lärmaktionsplan im Prinzip dafür da, hier im Prinzip Abhilfe zu schaffen durch verschiedene Maßnahmen. Verschiedene Maßnahmen sind schon umgesetzt. Das ist die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Bautznerstraße. Die Innere Neustadt ist in die Parkraumbewirtschaftung übernommen worden. Insofern auch hier im Prinzip eine Stärkung der Anlieger. Es gibt jetzt im Prinzip hier einen Punkt, der umstritten ist. Das ist im Prinzip die Abbiegebeziehung von der Hainstraße in die Theresienstraße, ein Linksabbieger. Wir können dort der CDU nicht folgen, was die im Prinzip das Festhalten an diesem Linksabbieger dort betrifft. Es ist so, dass einerseits im Prinzip dort durch diese Reduzierung oder das Abordnen dieser Möglichkeit, die Theresienstraße einzubiegen, eine Lärmkomponente hat, das heißt, dass dort der Verkehrsfluss verbessert wird, wenn im Prinzip das Abbiegen nicht mehr möglich ist. Auf der anderen Seite ist es eine ganz klare Frage der Verkehrssicherheit. Die Abbiegebeziehung von der Hainstraße links in die Theresienstraße hinein ist ein Unfallschwerpunkt. Die Hainstraße hat dort keine Abbiegespur, sondern es muss von zwei gleichberechtigten Geradeausspuren im Prinzip auf der linken Spur angehalten werden. Das führt dann dazu, dass im Prinzip die gesamte eigentlich Geradeausspur stoppt. Und wer dort schon mal mit dem Auto mitgefahren ist, der weiß, dass das ein Erlebnis ist. Rechts rollt der Verkehr, links hält man an. Dort ist der Verkehrslärm dann unter Umständen auch kreischende Bremsen und das Aufprallen von Fahrzeugen aufeinander. Insofern ist es hier nicht mal im Prinzip eine günstige Sache für den motorisierten Individualverkehr, wenn man das bei sich belässt, sondern Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit werden verbessert, wenn diese Abbiegebeziehung abgeordnet wird und auf andere als sicheren Kreuzungen abgebogen wird und das Viertel aufgesucht wird. Insofern stimmen wir gerne diesem Lärmaktionsplan zu und empfehlen Ihnen, das genauso zu tun. Vielen Dank. Soweit Herr Wirz für die Linke. Als nächstes erhält die SPD das Wort und es spricht Stefan Engel. Ja, sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Die letzte kommunale Bürgerumfrage hat sehr, sehr klar gezeigt, warum es diesen Lärmaktionsplan gibt.
In der kommunalen Bürgerumfrage werden ja zum Glück sehr, sehr viele unterschiedliche Themen auch abgefragt. Es wird zum Beispiel auch abgefragt, wie stark fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Stadträumen durch Lärm auch beeinträchtigt. Und da haben wir tatsächlich im Stadtraum Innere Neustadt, Äußere Neustadt mit 47% einen der höchsten stadtweiten Werte. Und ich glaube, das zeigt auch noch mal ein bisschen, dass hier tatsächlich man nicht über irgendwelche abstrakten Probleme spricht, sondern tatsächlich auch über Probleme, wo die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, hier fühle ich mich tatsächlich gestört und hier müssen auch Änderungen her. Und Herr Wirz hat das schon in recht ausführlich beschrieben. Das Gesamtkonzept enthält da viele verschiedene Ansätze, wie man das auch insbesondere im verkehrsorganisatorischen Bereich auch bewerkstelligen kann. Das ist gut. Ich hoffe auch, dass wir da tatsächlich auch eine zügige Umsetzung auch dann entsprechend kommen im GB6, damit wir da tatsächlich auch spürbare Erfolge haben. Und sicherlich wird sich jetzt die Diskussion vor allem an einem Punkt entspinnen, nämlich dem schon erwähnten Linksabbieger von der Hainstraße in die Theresienstraße. Um es vielleicht noch mal kurz auch mit Zahlen zu illustrieren, wir sprechen insgesamt über 1100 Linksabbieger pro Tag. Wir haben auf der Theresienstraße derzeit einen Durchgangsverkehr von 60%, also Leute, die von der Hainstraße kommen und am Albertplatz wieder rauskommen. Das ist durchaus ein recht hoher Betrag. Und wir haben da natürlich auch bisher keine Straßenraumgestaltung, die das wirklich einschränkt. Es ist so, dass die Verwaltung uns ja auch auf Nachfrage im Ausschuss unterschiedliche Berechnungen auch vorgestellt hat, welche Auswirkungen das hat. Also selbst die aus meiner Sicht sehr, sehr konservative Betrachtung der Verwaltung spricht davon, dass wir da mindestens ein Minus von 500 Fahrzeugen zu erwarten haben auf der Theresienstraße, und das halte ich durchaus für einen Gewinn. Und ich glaube, wir können da sogar noch stärkere Entlastungseffekte erreichen, wenn man andere Maßnahmen, die auch in genau diesem Lärmaktionsplan geplant sind, auch mit einbezieht. Wir haben zum Beispiel eine Planung drin, dass am Palaisplatz die Abbiegebeziehung von der großen Meißnerstraße, Köpkestraße in den Palaisplatz hinein, dass die anders gestaltet werden, dass da der Durchgangsverkehr auch nicht mehr so in Richtung Königstraße reingeht. Also ich glaube, wir können da insgesamt auch eine Entlastung für das gesamte Quartier auch erreichen, wenn wir dieses Konzept so entsprechend umsetzen. Und man muss ja auch klar sagen, es ist ja nicht nur aus Lärmgründen sinnvoll, es ist auch mit Blick auf das Unfallgeschehen sinnvoll. Von 2015 bis 2019 gab es an diesem Knotenpunkt insgesamt 40 Unfälle mit 13 Verletzten. Ich glaube, das ist durchaus auch ein Argument, wo man sagen kann, okay, vielleicht sollte man da tatsächlich eine andere Regelung finden. Mit Blick auf den CDU-Antrag stelle ich mir tatsächlich noch ein bisschen die Frage, wo eigentlich die inhaltliche Verknüpfung dieser Maßnahme mit der Königsbrücker Straße sein soll. Also wir haben die Verkehrsmodelle der Stadt ja vorliegen. Dort gibt es keinerlei Betroffenheit der Königsbrücker Straße hinsichtlich der Umsetzung oder Nichtumsetzung dieser Maßnahme. Es sind plus, minus, null, genau dieselbe Fahrzeuganzahl. Aus meiner Sicht wollen Sie hier zwei Sachen miteinander verknüpfen, die wirklich inhaltlich nichts miteinander zu tun haben. Da hätte es selbst aus CDU-Sicht bessere Ansatzpunkte gegeben. Deswegen wollen wir gerne, dass die Vorlage ungeändert so hier beschlossen wird. Vielen Dank. Soweit Herr Engel für die SPD. Und als nächstes erhält das Wort die FDP. Und Herr Zastro ist auf dem Weg nach vorn. Ja, meine Damen und Herren, Herr Wirz, wenn vorhin einer links abbiegen möchte, dann sage ich nur Augen auf im Straßenverkehr. Man muss dem nie unbedingt hinten drauf donnern. Also diese Gefahr, wie Sie bei dem Linksabbieger Hainstraße hier herauf diskutieren, also das ist, na egal. Aber dazu wollte ich gar nichts sagen. Wir haben heute hier einen Lärmaktionsplan, der ja nichts mit dem Plan zu tun hat, sondern höchstens ein bisschen Stückwerk ist. Und leider auch da wieder das passiert, was wir bei vielen Dingen in dieser Stadt erleben. Man greift sich einzelne Punkte raus, da wird dort mal ein 30, Tempobeschränkung 30 hingehangen, dann wird dort mal eine andere verkehrsrechtliche Anordnung gemacht, aber mit dem Konzept hat das nichts zu tun. Denn gerade wenn wir uns die Innere Neustadt anschauen, liebe Frau Bürgermeisterin, dann sind wir dort in einem Gebiet, wo genau die chaotische Verkehrsleitung, die wir überall dort haben, dazu führt, dass der Verkehr in die Wohngebiete abgeleitet wird. Und das macht diese Stadt absichtlich, weil sie auch immer stärker in die Hauptverkehrsstraßen eingreift, weil sie sich bis heute nicht bekannt dazu hat, dass wir leistungsfähige Hauptstraßen brauchen, um den Verkehr aus den Wohngebieten rauszuholen. Als jemand, der dort lebt, kann ich Ihnen das sehr genau sagen.
Ich glaube, es gibt keine deutsche Großstadt, wo man so unlogisch beispielsweise einen Bahnhof Neustadt ansteuern kann. Wenn Sie da als Ortsunkundiger kommen, können Sie ja mal versuchen, dahin zu kommen. Das ist äußerst schwierig im Wirrwarr zwischen Antonstraße, Eisenbahnstraße, der kleinen Unterführung dort über die Holperpiste, keine Linksabbiegermöglichkeiten an der Antonstraße, dorthin zu kommen. Schauen Sie sich bitte die Wegebeziehungen in der Theresienstraße selber an. Schauen Sie sich die bitte in der Erna-Berger-Straße an, und zwar auf beiden Seiten, auch beim Simmel hinten. Das ist alles weder durchdacht noch logisch, und das führt dazu, dass Menschen in den Wohngebieten landen, wo sie nicht landen müssten. Ich habe das schon mal angesprochen bei der ersten Diskussion zum Lärmaktionsplan. Wie kann man als Stadt auf die Idee kommen, Menschen von der Wiegardstraße in die Glacisstraße, durch die Weintraubenstraße, durch die Melanchthonstraße zur Weintraubenstraße und dann zur Bautzenstraße zu leiten. Dort, wo wirklich Leute wohnen, wo Schulen sind, wo ein Hotel ist, das kann doch keine intelligente Verkehrsplanung sein. Das hängt mit Entscheidungen aus alten Zeiten zusammen. Die Entscheidung zur Hoyerswerdaer Straße, da eine Einbahnstraße zu machen, ist entscheidend gewesen. Auch die Möglichkeit, eine Uferstraße in Dresden zu haben, nämlich vom Karusufer bis hinter Wiegardstraße, Große Meißnerstraße fahren zu können, ist ja nicht mehr möglich, seitdem man dort diesen Karl-Liebknecht-Platz, glaube ich, heißt das, dort anders gebaut hat. Das ist alles nicht schlau. Ich würde es anders machen. Ich würde mich auf einige Hauptverkehrsstraßen konzentrieren, die auch vernünftig ausbauen für den Verkehr, anstatt sie wie bei der Albertstraße zurückzubauen. Und dann habe ich beruhigte Wohngebiete, gerade eben in der inneren Neustadt. Ein vernünftiges Verkehrsleitsystem gehört natürlich am Ende auch dazu, meine Damen und Herren. Ich finde, dass das nicht durchdacht ist, und ich finde, dass es mit der Heidenstraße dann noch schlimmer wird. Gibt es auch einen großen Parkplatz, den man noch erreichen sollte, wie eigentlich dann, wenn man das anders macht. Deswegen wird dieser Änderungsantrag der CDU unsere Zustimmung finden. Der gesamte Antrag wird aber natürlich von uns abgelehnt werden. Und lassen Sie mich noch zwei Sachen sagen. Sie machen ja jetzt auf der Albertstraße in einem kleinen Bereich, 200 Meter oder sowas, Tempo 30, okay, dass, wenn das der Plan ist, werden Sie sich ja was dabei gedacht haben, aber ich sage Ihnen eins, als Plattenkind, was ich bin, und der ich auch lange auf der Prolisser Allee gelebt habe, kann ich Ihnen eins sagen, derjenige, der nachts am meisten Lärm macht, ist die Bahn, die Straßenbahn. Das merken Sie, wenn Sie oben wohnen. Und wenn Sie oben wohnen, wissen Sie, dass sich die Geräusche der Bahn nach oben hochschaukeln. Die Bahn nehmen Sie aber raus, die darf weiter dort die Straße entlang brettern, wie es ja auch nachts auf der Bautzenstraße ist. Der ohnehin nicht starke Autoverkehr auf der Bautzenstraße des Nachts, der wird ausgebremst, es gibt ja auch den Blitzer, aber die Straßenbahn darf weiter 50 fahren, obwohl sie, zumindest wenn Sie oben wohnen, mit Sicherheit die größte Lärmbelästigung für Sie darstellt. Das finde ich unlogisch, und dann lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen. Wer über Lärm in der Neustadt spricht und keine eindeutige und klare Position zu dem, was fast täglich an der sogenannten schiefen Ecke, manche kennen es auch als Assi-Eck, stattfindet und das nur toleriert, der braucht über Lärm in der Neustadt überhaupt nicht sprechen. Was dort die Anwohner, die Gewerbetreibenden, alle wirklich an mindestens 6 Tagen der Woche durchmachen, meine Damen und Herren, und nach Corona wird es wieder ganz genauso sein, das ist Lärmbelästigung, und darüber müssen wir hier reden. Aber das ist mit Links-Grün in diesem Stadtrat nie zu machen, das weiß ich. Danke. Soweit Herr Zastrow für die FDP, und damit geht das Wort an die Grünen. Herr Dr. Deppe ist auf dem Weg nach vorn. Ja, sehr geehrte Frau Erste Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger am Stream. Die innere Neustadt ist tatsächlich einer der am meisten lärmbelasteten Stadtteile in Dresden, und sie wird vor allen Dingen belastet durch motorisierten Individualverkehr, durch LKWs und auch durch Straßenbahnen. Herr Wirz hat es dargestellt. Deshalb ist dort ein Lärmaktionsplan dringend erforderlich. Ich muss aber nun auch schon sagen, dass in den letzten Jahren doch auch einiges geschehen ist. Es hat Straßensanierungen gegeben. Wir haben lärmmindernde Straßenbelege, zum Beispiel auf der Bautzener Straße. Wir haben eine Erneuerung eben auch von Straßenbahnschienen gehabt, was also eben auch zur Lärmminderung durch Straßenbahnen beigetragen hat.
Und wir haben die Ausweitung von Tempo-30-Zonen gehabt und wir haben zum Beispiel Tempo-30 nachts auf der Bautzener Straße, was sicherlich auch dort für die Anwohner ein wesentlicher Fortschritt gewesen ist. Was aber nicht abgenommen hat, ist eben der motorisierte Individualverkehr und der Lkw-Verkehr. Und es ist leider auch so stadtweit, dass eben die Bürgerumfrage, die letzte Bürgerumfrage von 2018 gezeigt hat, dass die Betroffenheit durch Lärm bei den Bürgerinnen und Bürgern seit 2002 nicht abgenommen hat. Also trotz all dieser Dinge, die vielleicht auch passiert sind, fühlen sich eben die Dresdnerinnen und Dresdner genauso durch Lärm belastet, wie es im Jahr 2002 war. Das heißt also, es gibt noch viel zu tun. Wenn wir nun hier das Plangebiet betrachten, dann gibt es dort wesentliche neue Lärmminderungspotenziale, vor allen Dingen östlich der Glatzisstraße, also in den Wohnvierteln dort, an der Hoyerswerdaer Straße, an der Albertstraße und am Palaisplatz. Verbesserungspotenzial durch verbesserte Straßenbelege und eben durch eine weitere Ausweitung von Tempo-30-Straßen. Und da appellieren wir nun, dass dieses wirklich auch rasch umgesetzt werden sollte. Und das kann ja nun nicht der Geschäftsbereich 7 machen, sondern das ist eben der Appell an das Straßen- und Tiefbauamt und den Geschäftsbereich 6, entsprechende Planungen dort vorzunehmen. Ja, nun haben wir aber den Knackpunkt der Theresienstraße, wie das ja auch nochmal im CDU-Antrag deutlich wird. Und da muss man nun mal sagen, die Theresienstraße, das ist eine reine Wohn- und Anliegerstraße. Da wohnen viele Menschen und es gibt noch ein paar Praxen dort und ein paar Büros. Diese Straße dient aber als Durchgangsstraße. 60% des Verkehrsanteils auf der Theresienstraße sind Durchgangsverkehr. Und Herr Zastow, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen den Straßenverkehr auf die Hauptverkehrsstraßen haben, dann müssen Sie eigentlich dafür sein, dass dieser Linksabbieger von der Hainstraße dort dicht gemacht wird und dass eben der Verkehr dort nicht mehr durch die Theresienstraße als Schleichverkehr zum Albertplatz abfließen kann. Da müssen Sie eigentlich hier eben dabei sein, ne? Wenn Sie in Ihrer Logik bleiben. Ne? Nun hat es Modellrechnungen gegeben des Straßen- und Tiefbauamtes, die uns sagen, dass wenn man den Linksabbieger dort wegnimmt, dann verschwinden dort 1.100 Fahrzeuge pro Tag. Es kommen dann vielleicht welche durch verstärkten Rechtsabbiegerverkehr dazu. Aber in der Summe sind das immer noch 500 Fahrzeuge weniger pro Tag, 500. Und das ist für die Menschen, die dort wohnen, wirklich schon mal ein beträchtlicher Anteil. Das ist 15% des Verkehrs, der überhaupt dort durch die Theresienstraße fließt. Und das sollte man nicht kleinreden. Und nun kommt eben noch hinzu, dass wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Denn wie dargestellt, dieser Linksabbieger von der Theresienstraße auf die Hainstraße ist ein Unfallschwerpunkt. Es ist ein Unfallschwerpunkt. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass dort etwas passiert. So, nun haben wir ja die Situation, dass dort in der Theresienstraße ein kluger Mann wohnt, nämlich der Professor Ahrens, der eben bis 2015 Lehrstuhlinhaber für Verkehrsplanung und Infrastrukturplanung an der TU war. Und er hat Ihnen allen im Bauausschuss ja ein Gutachten quasi geschickt, in dem er dazu Stellung nimmt. Und er schreibt dort, und ich zitiere jetzt, es gilt mittlerweile rechtlich und fachlich der Grundsatz Sicherheit zuerst, sowohl für planerische Abwägungen als auch für das straßenverkehrsbehördliche Ermessen. Und er schreibt weiter, die Linksabbiegemöglichkeiten in der Hainstraße, sowohl in den Palaisplatz als auch in die Theresienstraße, entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen nach aktuellem Stand der Technik. Also allein schon aus dem Grund müsste dieser Linksabbieger dort beseitigt werden. Also wir können hier wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dr. Deppe, Ihre Redezeit ist zu Ende. Und nun kommt die CDU mit ihrem Änderungsantrag, und dazu hat Herr Engel einiges gesagt, es erschließt sich überhaupt nicht diese Verknüpfung mit der Königsbrücker Straße. Also von daher, meine Damen und Herren, gibt es keinen Grund, diesem CDU-Antrag zuzustimmen, und stimmen Sie deshalb für die unveränderte Vorlage, so wie sie der Umweltausschuss beschlossen hat. Vielen Dank. Soweit Herr Dr. Deppe für die Fraktion Grüne, und zum Abschluss der Fraktionsrunde erhält die CDU das Wort, Herr Böhm.
Sehr geehrte Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich erst mal stark kritisieren. Jetzt wurde die ganze Zeit über den Änderungsantrag von uns gesprochen. Sie hätten normalerweise uns diesen Änderungsantrag zunächst erst mal einbringen lassen sollen, vor Beginn der Debatte. So erfolgt das üblicherweise. Punkt 1. So, jetzt ein Stück zu den Themen. Der Lärm, insbesondere nachts in den dicht besiedelten Wohnquartieren, führt natürlich zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität der dort lebenden Menschen. Bei Lärm handelt es sich jedoch nicht nur um Straßenlärm, sondern Kollege Zastrow hat es vorhin schon gebracht, jedoch auch um anderen Lärm, beispielsweise um lärmende Straßenmusik. Hierzu trifft der Aktionsplan jedoch keine Aussagen, sondern er nimmt nur Bezug auf Verkehrslärm. Da liegt eine Schwäche des Planes. Grundsätzlich sehen auch wir Bedarf in einer Verbesserung der Lärmsituation in den Wohnquartieren und haben daher auch der Fortschreibung 2018 zugestimmt, da in dem Plan viele sehr sinnvolle Maßnahmen zur Lärmminderung enthalten sind. Wir haben jedoch auch dafür gesorgt, und das hat heute noch keiner hier angesprochen, dass bei den angedachten Maßnahmen Maß und Mitte eingehalten werden und nicht quasi durch die Hintertür Lärmaktionsplan massiv in das Parkplatzangebot eingegriffen wird, Kfz-Spuren bei mehrspurigen Straßen eingezogen werden können oder ohne weiteres Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen angeordnet werden kann, sondern wir haben derartige Maßnahmen unter Genehmigungsvorbehalt des Stadtrates gestellt. So, die Debatte und die Einwendung zur Vorlage kam nun auf beim Thema Linksabbieger Hainstraße. Hier wurde zunächst von Seiten der Verwaltung vorgetragen, dass ein Wegfall dieser Abbiegebeziehung zu erheblicher Verkehrs- und Lärmberuhigung auf der Theresienstraße führen würde. Die darauf in Auftrag gegebenen Verkehrsuntersuchungen haben jedoch gezeigt, dass sich zwar der Verkehr theoretisch auf der Theresienstraße um 500 Fahrzeuge verringern würde, aber dass wir dieses Ergebnis mit einem ungewollten Schleichverkehr rings um das ganze Gebiet bezahlen. Hinzu kommt, dass es dadurch eben keine Empfehlung gab. Und jetzt haben Sie, Herr Dr. Deppe, vorhin den Professor Ahrens angesprochen. Sie haben ihn nur nicht richtig zitiert. Und da sind wir auch bei dem Thema Königsbrücker Straße. Professor Ahrens hat im Bauausschuss dargestellt, dass nach seiner Sicht sich nicht der Verkehr verlagern wird in die Bereiche rund um den Neustädter Bahnhof, sondern aus seiner Sicht verlagert sich der Verkehr wesentlich in den Bereich der Königsbrücker Straße. Und jeder, der im Bauausschuss dabei war, wird sich daran erinnern. Und hier kommt nun auch unser Antrag ins Spiel, weil wenn wir die Königsbrücker Straße alsbald hoffentlich bauen werden, dann wird es natürlich massiven Umleitungsverkehr geben. Der ganze Verkehr, der derzeit über die Königsbrücker Straße abgewickelt werden wird, wird zum großen Teil über den Bereich Großenhainer Straße, Hansastraße und über den Verkehrsknotenpunkt am Neustädter Bahnhof geführt werden. Und da, Kollege Engel und Kollege Dr. Deppes, ist genau die Verknüpfung zu unserem Antrag und die Verknüpfung zwischen der Königsbrücker Straße und zwischen dem Abbieger Hainstraße. Aus dem Grund können wir aus fachlicher Sicht dieser Maßnahme nicht zustimmen. Wir haben bereits in den Ausschuss einen entsprechenden Ergänzungsantrag gestellt, dass bis zum Abschluss der Sanierung der Königsbrücker Straße der Linksabbiegerpfeil, also die Wegnahme des Linksabbiegers, ausgesetzt wird. Es gab keine Kompromissbereitschaft im Ausschuss, was dazu geführt hat, dass das Thema in den Stadtrat gekommen ist und was dazu führen kann, weil es bei Ihnen weder bei der SPD noch bei den Grünen noch bei den Linken auch nur ansatzweise eine Kompromissbereitschaft gibt, dass dieser Antrag heute möglicherweise abgelehnt wird. So sieht es ganz konkret aus. So sieht es ganz konkret aus. Es gibt keinerlei Kompromissbereitschaft. Soweit zu Ihrer Seite. Und ein letztes Wort von mir zum Thema Unfallschwerpunkt. Es mag an dieser Stelle, ebenso wie auch an anderen vielen Stellen in dieser Stadt und mittlerweile auch auf vielen Radwegen, mögen Unfälle ein Schwerpunkt sein. Nur befassen wir uns heute hier mit Lärmminderung und nicht nur mit Unfällen. Bitte stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, dann können wir auch der Vorlage zustimmen. Danke. So, Herr Böhm, Sie haben recht. Ich habe das leider übersehen, dass es einen Änderungsantrag Ihrer Fraktion gab. Und insofern bitte ich um Entschuldigung, dass ich Sie vorhin nicht zuerst drangenommen habe. Ich darf jetzt noch mal fragen, wird noch das Wort gewünscht? Da
Das ist nicht zu erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich lasse zunächst den Änderungsantrag der CDU abstimmen. Wer also den Punkt 4 ergänzen möchte zur Vorlage, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Und Enthaltungen? Sind nicht zu erkennen. Nein, falsch getrennt, das ist ja nie angenommen. Bei 33 Ja und 33 Nein-Stimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ein Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Böhm, bitte. Bei so einem knappen Ergebnis bitten wir um Wiederholung der Zählung. Und wir wiederholen die Zählung. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Herr Aschenbach, nein, Frau Barko, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Herr Drews, Sie hatten? Nein. Frau Filius-Jähne? Herr Fischer? Herr Flemming? Frau Frohwieser? Frau Dr. Geitsch? Herr Genschmar? Herr Gilke? Herr Göhler? Frau Graul? Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Hecht ist nicht da, Frau Holowenko hatte Nein, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, nein, Herr Lichti, nicht da, Herr Lommel nicht da, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche? Herr Nitsche? Nicht da. Frau Dr. Osiander? Herr Pinkert? Ja. Herr Rentsch? Herr Rentsch? Frau Scharnetzky? Frau Schewe? Herr Schlick? Herr Schmählich? Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze,
Frau Siebeneicher? Frau Sturm? Herr Vetterlein? Frau Dr. Vogel? Frau Wagner? Frau Walter? Frau Wendt? Herr Wiedemann? Herr Wirz? Herr Zastrow? Herr Hilbert? Ja. Immer kein Stift. Ich merke mir's. So, mit 34 Ja, bei 33 Nein-Stimmen ist der Änderungsantrag angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über die so ergänzte Beschlussempfehlung. Und ich rufe die so ergänzte Beschlussempfehlung zur Abstimmung auf. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Vielen Dank. Enthaltungen. Der Beschluss ist damit mit 48 Ja-Stimmen bei 18 Nein-Stimmen so mehrheitlich bestätigt. Und ich darf Tagesordnungspunkt